Wer sie kennt, hat sie gehasst. Operation Metro aus Battlefield 3. Jetzt kommt sie zurück als eine der Fan-Favorites in Battlefield's Second Assault Map Pack. Nach China Rising soll das DLC Second Assault kommen. Dies ist voller Maps aus Battlefield 3. Jetzt fängt DICE also schon so an wie Call of Duty. Wenn man keine Ideen mehr hat, einfach Maps des Vorgängers neu machen. Naja, angeblich alle Fan-Favorites. Bei Operation Metro scheinen sich die Entwickler aber gewaltig geirrt zu haben. YouTube-Star und Battlefield-Pro Levelcap durfte jetzt schon über die neue Metro-Map spazieren und stellt fest, DICE möchte zeigen, dass sie dieses Level besser können. Was ist anders? Nun, die Map sieht etwas zerstörter aus. Es ist die Zeit nach den Ereignissen von Battlefield 3. Die Atombombe ging hoch und so sieht es auch aus. Levolution wurde ebenso eingebaut. So fällt in diversen Stellen die Decke runter, wenn man denn möchte. Des Weiteren wurden neue Wege hinzugefügt, die die ein oder anderen dramatischen Stellen in Battlefield 3 neutralisieren sollen. Second Assault kommt außerdem mit Caspian Border, Gulf of Oman und Operation Firestorm. Und natürlich mit neuen Waffen und Fahrzeugen. Mal schauen, wie das dann in Battlefield 4 aussieht. Das komplette Video von Levelcap ist in der Beschreibung verlinkt. Lasst gerne auch ein Abo da, der Mann macht genialen Content. Was waren eure Favorite Maps in Battlefield 3?